Und so schreiben wir ein weiteres Kapitel. Nach 35 Tagen wurde der Krieg gegen Helme Hafax beendet. Was am Ende bleibt? Dimiona ist tot, das Mittelreich wurde nicht überrannt, der Splitter der Belkelel ruht nun sicher unter dem Spiegelpalast und Yasina Melenar teilt ihr Wissen mit dem Fürstkomtur. Es hat doch auch etwas Gutes. Nicht nur ist Oron befreit und die vielen Gerichtsprozesse werden den Verrat des Adels aufdecken, nicht nur der Sturm aus Maraskan wurde abgewendet, sondern nun habt ihr auch ein neues Ziel vor Augen. Neben der Bußqueste, die euch nach Mendena führt, müsst ihr nun den wahren Namen einer äonenalten Kreatur in Erfahrung bringen. Neben Waffen aus Endurium und Wurfäxten ein neuer Weg gegen Rassasor. Erstes Ziel ist nun also die Finstermark. Wir beginnen die Reise in Zorgan, 12. Raya, 1027 nach Bosporans Fall, auf den Stegen des Hafens vor der Seeadler von Beilung. Nun, was ist das wohl? Rastol atmet und die Seeadler läuft aus. Habt ihr alles? Ja. Ich war noch mal fleißig einkaufen. Also ich habe alles besorgt, was ich brauchen könnte. Und das ist vermutlich auch besser so. Man weiß, dass wir im Mittelreich noch bekommen können. Ich halte es immer noch für die denkbar schlechteste Idee, ausgerechnet auf der Seeadler zu reisen. Warum bitte das? Das ist wohl die sicherste Möglichkeit, die blutige See zu durchqueren, die mir anfällt. Ich habe nicht vergessen, was auf Bula passiert ist. Hängt ihr euch immer noch daran auf? Natürlich. Es ist ihre Schuld, dass Palivian immer noch auf meinem Fuß ist. Und daran, dass wir selbst einen Verräter an Bord hatten, macht euch keine Sorgen. Wir haben uns um unsere Verräter doch gekümmert, oder nicht? Er steht gerade in einer langen Reihe vor euch, ungefähr ein Dutzend an anderen Matrosen, die gerade anheuern. Der eine oder andere wird da sicherlich auch ein bekanntes Gesicht erkennen. Also gerade Yalan hat ja schon Erfahrungen mit dem Zahlmeister Aranabt Gata gemacht, der da gerade wohl die neuen Soldverträge aufsetzt und sie in ein großes, dickes Buch schreibt. Und dann sehen, wie sich wohl auch einer der Matrosen umdreht. Es hört sich so an, als ob ihr die schon kennt. Ihr seid schon auf der Seeadler gereist? Zweimal, ja. Zweimal. Ich habe gehört, dass wenn man die Seeadler einmal betritt, dann kommt man nie wieder davon runter. Außer in einem Leichentuch. Das, da gehen wir nie drauf. Da gehen wir. Nein, nein, nein. Ach, beruhigt nur euch. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Habt ihr das gehört? Das sind Seemänner. Das ist selbstverständlich Unsinn. Admiral Sarnin trägt große Sorge dafür, dass seine Männer lebend nach Hause kommen. Ich gucke einmal nach rechts, ich gucke einmal nach links, ich gucke wieder nach rechts. Und ich möchte ganz unauffällig Boltag so leicht am Genick packen, also am Kragen packen, nur falls er wegrennt. Ja, ich krame in meinen Beutel und hole Tropfen hervor. Mach mir mit Zeigefinger und Daumen mein Auge auf und träufle mir die Tropfen ins Auge. Kicker dann ein, zweimal. Nun, auf geht's. Was war das? Mir wurden sie verkauft als Tropfen, die mich stärken. Ja, mich stärken, genau. Eine Reihe, bildet eine scheiß Reihe! Was ist jetzt eigentlich mit den Pferden? Ich könnte auch gerade erkennen, wie durch die, ja, mittlerweile haben sich die Leute wieder so ein bisschen in Reihe und Glied dann gruppiert und auch sehen, wie dann von der Stegseite euch gegenüber eine Person euch entgegenkommt, irgendwie so Ende 30 würdet ihr sagen, braunes Haar, nervöser Blick, der dann schweigsam die Reihen entlang blickt und dann auch auf euch zukommt, bleibt dann vor Jahren stehen und gibt ihr die Hand. Das ist Wilbur Kornplötz, der Baron Perlenmeer. Blickt dir zu, Herr Baron. Herr Baron, gut euch zu sehen. Ich habe schon gehört, dass ihr eventuell bei uns anheuert. Wie lange bleibt ihr diesmal? Ich fürchte leider nur kurz. Die Küste hoch und dann müssen wir uns von euch wieder verabschieden. Die Küste hoch? Das hört sich so an, als ob ihr wisst, wohin wir fahren. Nicht, dass Sarnin für euch eine Ausnahme macht. Selbstverständlich nicht, aber man sagte mir bereits, als ihr in der Nähe Perikum halt machen würdet. Ein außerplanmäßiger Halt, aber wie gesagt, Sarnin hat ein weiteres Boot für euch
klar machen lassen, was wir dann runterlassen, damit ihr dann an geeigneter Stelle, er nickte dabei einmal zu, nach dem Motto, du weißt schon wo, von Land gehen könnt. Und mehr brauchen wir auch nicht. Wir haben selbst einige Versorgungsfahrten, nachdem wir Zorgan angelaufen sind und einige Vorräte abgeliefert haben, wollen wir jetzt vor allem einige Menschen hier mitnehmen, die ihre Bleibe im Krieg oder in der Belagerung verloren haben und diese nun anheuern lassen. Unser nächstes Ziel ist dann Ilsur. Ilsur, wie ist die Lage dort? Hält man noch? Es ist eine ewige Belagerung. Sie hält schon sehr viel länger durch als Zorgan hier vor kurzem. Aber solange die Seeseite für irgendjemanden noch befahrbar ist, was zurzeit auch sehr viel schwieriger geworden ist, halt sie durch. Und solange ihr in der Lage seid, Xerans Schergen zu trotzen, werden sie dies wohl auch. Ich blicke nochmal die Reihe der Matrosen runter, die sich hier erstreckt. Und es scheint zumindest gut zu laufen, was die Mannschaft für euch angeht. Ja, immer mal wieder verlieren wir leider viel zu viele, aber den Kampf ist es wert. Ich nehme nicht an, dass ihr normal als Vollmatrose anheuern wollt. Und wenn ihr Not an Männern habt, werden wir uns dem sicherlich nicht verschließen. Aber nein, das war nicht der Plan. Gut, habe ich mir wie gesagt gedacht. Dann könnt ihr euch ausgliedern aus der Reihe und wartet einfach, bis der Rest sich hier eingetragen hat in die Listen. Dann werdet ihr wahrscheinlich erkennen, dass der Bordkaplan gemeinsam mit den anderen in den Effa-Tempel einbiegt. Folgt ihm einfach und lasst euch dort ebenso von Resovik vereidigen. Sicher doch, hab Dank. Ja, dann klopft er dir einmal auf die Schulter und geht dann wieder zurück in Richtung Land, ob da noch irgendwelche anderen Sachen zu erledigen sind. Nun gut, gliedern wir uns mal aus. Keinen Sinn mehr, die gemeine Matrosen in der Reihe zu stehen. Ja, das klingt gut. Es entbindet euch nicht davon, am Ende auf dieses Boot zu müssen, Voltax. Ich habe keine Angst davor, auf dieses Boot zu gehen. Nein, ich doch nicht. Ein Zwerg von meinem Format? Niemals. Vielleicht ein Fosslarin, aber ich doch nicht. Wusstet ihr... Geht das schon wieder los? Wusstet ihr, dass Sarnin einen Bordzwerg hat? Ja, ein Bord? Nein, das wusste ich nicht. Das ist ja höchst interessant. Wie werdet ihr ihn mögen? Und er ist, wenn ich mich nicht täusche, ein Amboss-Zwerg. Zumindest ein Amboss-Zwerg? Interessant. Nun, ich werde, so ich die Möglichkeit habe, gerne ein paar Worte mit ihm wechseln. Wird er sicherlich mit euch auch. Er bekommt ja nicht genauso viele seiner Art zu sehen auf See. Das ist wohl wahr. Dann gliedern wir uns aus. Ich reiße noch irgendwie einen unserer Steckbriefe von den Wänden ab. Dann warten wir. Ja, Ras. Ja. Nur wenn wir auf See sind, wäre es vielleicht gut, nochmal so einen Segen zu machen. Ich will ja nicht sagen, dass ich Angst habe oder so, aber es war letztes Mal schon ganz gut. Ich glaube, es würde meinem Magen sicherlich gut bekommen. Keine Sorge. Das ist kein Problem. Raias Segen sollte uns immer begleiten und ich denke, an dieser Stelle wird er nötig sein und Raya wird gerne ihre Hilfe leisten. Voltax etwas grinsen. Wobei ich immer noch glaube, wir hätten die Pferde nehmen sollen. Nun, sie haben an Bord der Seeadler keinen Platz. Dafür hat man zu viel Fracht und Mann geladen. Wir hätten noch die gesamte Strecke reiten können. Das dauert, Karina. Was glaubt ihr, was passiert, wenn wir in Perikum ankommen und keine Pferde dort haben und laufen müssen? Dann werden wir mal einige Meilen gegen Rommelis marschieren müssen. Sei es wie es sei und wie es ist. Entschieden ist entschieden. Ja, wohl oder übel. Nun, um auf deine Frage zurückzukommen, Rafim, um die Pferde ist gut gekümmert. Die Leute, die ich angeheuert habe, vor allem die Waisenkinder, ich habe sie in den letzten Tagen eingewiesen, dass sie wissen, wie man mit Pferden umgeht. Und ich denke, in unserer Villa werden sie gut unterkommen. Oha, na dann ist ja gut. Ja, die Ställe dort sind hervorragend.
So lange war ich nicht da, aber wird schon, wenn du das sagst. Ein wenig bedauerlich, dass ich sie jetzt schon zurücklassen muss. Vielleicht, wenn es irgendwann mal ruhiger ist, könnte man hierher zurückkehren. Ja, irgendwann, ne? Ich habe gehört, ihr habt uns ja schon wieder ein neues Problem aufgeheizt nach eurem Gerichtsprozess. Ist das richtig? Die Dreistigkeit. Könnt ihr euch die Dreistigkeit vorstellen, diese Richterin? Ja, unser werter Ukuria hat es als Aufgabe bekommen, einen weiteren Heptarchen zu vernichten. Oder, ich zitiere, bei dem Versuch zu sterben. Die Dreistigkeit! Das gilt nicht für uns. Wir müssen bei dem Versuch nicht sterben, oder? Niemand Nein, natürlich stirbt nicht. Hier. Erklären, aber was das nun, zwei von sieben haben wir ja schon. Ihr sagt das, als wäre das so eine einfache Tat bisher gewesen. Aber, ja. Naja, was soll's. Der eine macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett, ne? Und wir müssen bei Zeiten nochmal nach Xorlosch. Was heißt bei Zeiten? In den nächsten 50 Jahren, plus minus. Ich glaube nicht, dass das in den Zeitplan passt. Also die nächsten 50 Jahre bin ich sehr verplant. Das ist aber bedauerlich. Was macht ihr denn die nächsten 50 Jahre? Ja, also ich denke, in 20 Jahren bin ich tot. Also die 30 Jahre musst du schon mal abziehen. Na gut, dann halt in den nächsten 20 Jahren. Das schauen wir. Es gibt fantastisches Bier in Xorlosch. Werden Menschen denn in den Berg hineingelassen? Ja, ausgewählte Menschen. Das ist einmal vorgekommen, glaube ich. Aber es geht ja nicht darum, dass ihr nach Xorlosch kommt. Ihr könnt ja davor in... Naja. Gibt's da eine Taverne vor Xorlosch? Ja. Die sollten wir uns mal anschauen. Aber ja, lasst uns jetzt um unsere aktuellen Probleme kümmern und später um Zwergenbier. In Xorlosch ist auch die Schule der Drachentöter. Nur so, wenn wir gegen einen Drachen kämpfen, dann ist es vielleicht mittelfristig gesehen gar nicht dumm, da mal vorbeizuschauen. Die das klingt tatsächlich nicht ganz blöd. Sehr gut aus damit. Ist ja jahrtausende alte Tradition bei uns Zwergendrachen zu töten. Wir werden sehen müssen, wie es die Gegebenheiten zulassen. Nach ungefähr 10 Minuten könnt ihr erkennen, wie der angekündigte Bordkaplan gemeinsam mit grob 2 Dutzend mutigen Seelen an euch vorbeigeht, ohne euch eines Blickes zu mustern, geht er dann in Richtung des nahen Effert-Tempels. Ja, seht, also ist er weg. Lasst uns hinterher. Er hat sich nicht verbessert. Er ist immer noch so eine freundliche Seele wie früher. Er würde behaupten, dass es an ihm nichts zu verbessern gäbe. Das meinte ich damit. Rund 2 Dutzend mutige Seelen sind dem Ruf der Werber gefolgt und heute dann im Tempel zusammengekommen. Das prächtige Gotteshaus ist aus weißem Alabaster erbaut, der an einigen Stellen in dünne Scheiben geschliffen wurde, dass das Tageslicht hindurch scheint. Im Inneren dominiert ein riesiges Standbild eines bärtigen, muskelbepackten Effert, der eine riesige Schlange mit gehörntem Haupt in seinen Pranken erwürgt. Der kahle Boden der Halle ist mit Mosaiken ausgelegt. Die Motive zeigen Muscheln, Schnecken, Fische und andere Meeresbewohner. Außer euch befindet sich nur 1, 2 Gläubige und ein paar Tempeldiener in der großen Halle hier. Die Andachtszeit ist längst vorüber. Auf ein Kommando des Bordkaplans Resewig Sturmtaucher stellt ihr euch in mehreren Reihen auf und einen Schritt Abstand zur vorderen Reihe. Begrüße euch, tapfere und unerschrockene Streiter! Die Götter sehen mit Wonne auf euch, die ihr euren Mut, eure Kraft, euer Wissen und euer Leben in die Waagschale werfen wollt, um das Dämonengezücht in seine speichelleckenden menschlichen Diener zu bekämpfen. Unsere Mission ist gefährlich. Jeder kleine Fehler kann dramatische Folgen haben. Aus diesem Grund werdet ihr einen Eid schwören, um euren Gehorsam und eure Aufrichtigkeit vor Effert und vor seinen göttlichen Geschwistern zu bekunden. Resovic macht eine kurze Pause und fügt dann leise hinzu, aber in der leeren Halle deutlich vernehmbar: Wer diesen Eid nicht leisten will, der möge sofort verschwinden. Mit so schlitzenfängenden Augen schaut er durch die Reihen, ob irgendjemand sich rührt. Dann holt er eine bauchige, fast kindskopfgroße Muschelschale und spitze, ebenfalls aus Muschelkalk bestehende Splitter vom Altar und schreitet durch die Reihen. Jeder Freiwillige muss einen Finger vorstrecken. Resovic sticht hinein und fängt die austretenden Blutstropfen in der Muschelschale.
Er übergibt anschließend die Schale einem Tempeldiener und spricht mit erhobenen Händen: Heiliger Herr Effert und heiliger Herr Prios, segne diesen Schwur mit eurem Geist. Die Worte, die nun gesprochen werden, sollen heilig sein, wie auch ihr Sinn und ihre Bedeutung. Sie werden aus feinen Stücken geschworen, ohne Dunkelsinn und Tücke im Geist, und euch als Hüter anempfohlen. Wer jedoch diesen Schwur tut, um seine Bedeutung zu verzerren, wer den anderen gegen seinen Willen zwingt oder wer den heiligen Eid schließlich bricht, den soll eure Strafe anempfohlen sein. Ein anderer Tempeldiener verteilt kleine Muscheln an alle Freiwilligen und füllt Wasser hinein. Die gefüllten Muscheln in der linken Hand erheben die Freiwilligen die Rechte zum Eid und sprechen Reseweg nach. Ich gelobe, gehorsam und aufrecht auf der Seeadler von Beilung zu dienen, mein Leben in die Hand des Kapitäns Rater Al-Sanin dem Zwölften zu legen, seinen Befehlen Folge zu leisten, seine Autorität nicht in Frage zu stellen und weder Mannschaft noch Schiff durch Verrat zu hintergehen. Verstoße ich jedoch gegen meine Pflichten, bin ich ungehorsam, aufrührerisch oder begehe ich Verrat an Mannschaft oder Schiff, so will ich fortan vor Scham und Furcht, vor dem gerechten Zorn Efforts wimmern und kreischen, wann immer ich mit Efforts heiligem Element dem Wasser in Kontakt trete. Nachdem der Eid abgelegt wurde, besteht nun die Möglichkeit zu individuellen Gebeten, bevor die Mannschaft zur Seeadler marschiert. Und so löst sich diese Prozession auf. Eigene kleine Gebete, die ihr nun gegen Effort richten wollt. Effort, Stürmischer, segne uns und dieses Unterfangen. Ach, wird deinen Schutz nur kurzer Zeit bedürfen, haben wir ihn doch alle bitter nötig. Element Wasser, Herr des Elementes Wasser. Ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes. Mach, dass nichts Schlimmes passiert. Herr der See, ich werde nicht lange auf dir wandeln, aber ich bitte trotzdem um deinen Schutz. Denn auf der Hinfahrt hierhin, du wirst es wissen, wurden wir angegriffen von dunklen Dämonen. Ich hoffe, dass für diesmal deinen Schutz, dass du ihn uns diesmal besser gewähren kannst, auf dass du sie von uns ablenkst, auf dass sie auf einer anderen Welle reiten sollen. Ich würde auch nochmal 2 Silber spenden, wenn ich schon da bin. Ihr könnt erkennen, wie sich jetzt wohl Resovic in Richtung von Keras begibt und ihn unsanft am Kragen packt und dann gegen die Effort-Statue drückt. Oh, du hast nicht mitgebetet. Ich schaue ihn sehr ruhig an. Ich schwöre bei Effort und bei Raya, dass in mir kein Verrat lebt, dass ich der Harmonie walten werde. Warum hast du nicht mitgebetet bei Prios und Effort? Ich diene den Zwölfen. In jeder Hinsicht. Aber nicht Sanin. Nicht Sanin. Dann kannst du hier bleiben und zu Fuß gehen. Viel Spaß. Dann nicke ich. Schränke die Arme und guck ihn bitter an. Aber ich sage nichts. Also reiten wir doch. Keras, reicht euch zusammen. Ich habe in diesem Verrat nicht entschuldigt. Wegen genau solchen eingebildeten Fatzkes wollen wir solche Wesen nicht auf unserem Bord haben. Das interessiert mich nicht, ob er ein Diener von Raya ist oder meinetwegen auch du, Yalan, der du Diener von Prios bist. Wenn du einen Schwur nicht auf uns und den Kapitän, auf das Schiff und vor Effort ablegst, dann könnt ihr wie gesagt hier bleiben. Damit dreht er sich um und verlässt den Tempel. Arena. Ja. Laufen mit der nächsten Flut aus. Regelt das. Es sind nur 3 bis 4 Tage. Aber wenn er vorher Götter keinen solch bindenden, fast schon verhetzerischen Schwur auf Sanin ablegen. Jetzt geht das wieder los. Wir haben gesehen, wie viel sein Schwur wert ist. Um Himmels Willen! Ihr habt doch gesehen, wie viel er bei uns wert war. Trotzdem haltet ihr es nicht mir jedes Mal, wenn wir ein Boot betreten, vor. Wart ihr nicht selbst einmal fähnrich zur See? Könnt ihr euch nicht daran erinnern, wie es war damals? Ich verstehe natürlich, dass euch das unangenehm ist, aber vielleicht könnt ihr euch einen Ruck geben im
im Sinne der Harmonie zu handeln. Ich war in der Tat Mitglied der Schwarzen Armada. Doch das war auch noch eine... Militärorganisation, die nicht unabhängig war und nicht in solchen Gewässern agiert hat. Carino, wenn ihr das nicht mit eurem Gewissen Blut geopfert, um unseren Eid zu leisten. Wenn ihr nicht mit eurem Gewissen vereinbaren könnt, den Schwur zu leisten, dann müssen wir halt reiten. Wir können euch nicht zwingen, und wenn ihr vor euren Göttern sagt, dass ihr das nicht könnt, dann ist es so. Der Schwur würde auch nichts bringen, wenn wir euch jetzt davon euch bequatschen würden, euch überreden würden. Wenn euer Herz weiß, dass ihr den Schwur nicht leisten könnt, dann könnt ihr ihn nicht leisten. Ich habe absolut kein Problem damit, einen Schwur vor Effa zu leisten oder vor Raya oder irgendeinem der Zwölfe, doch nicht vor einem Mann, dessen Wort ich nicht vertrauen kann. Das ist sein Schiff und ihr werdet seinen Befehlen gehorchen. Ihr wisst doch, wie das funktioniert. Ja, aber wenn er es nicht tun möchte, wenn wir ihn jetzt überzeugen und es nicht wahr in seinem Herzen, dann wird Effert uns strafen. Deswegen ja, dann muss wir er haben da wohl viele selber Männer kommen. Gesehen in den letzten Jahren, die einen Schwur auf sich haben ablegen lassen. Und wir haben gesehen, wohin es führt. Blickt dir alleine Hafax an, was seine Männer geschworen haben und wohin sie ihm gefolgt haben. Das ist wohl kein Vergleich, wenn du dir nicht. Ist es nicht? Karino, jetzt passt gut auf. Es haben sich Leute für weniger duelliert. Oh Gott. Nein, ich weiß noch, wie unser letztes Duell ausgelaufen ist. Jetzt streitet euch nicht. Das bringt uns überhaupt nichts. Wenn es so ist, dann ist es so. Wenn ihr diesen Schwur nicht leisten könnt, das hat Rafim ganz richtig erkannt, dann könnt ihr ihn nicht leisten. Punkt. Dann können wir nicht fahren. Ich hätte noch diese Verbindung zu diesem Kapitän, der uns hergebracht hat. Er schuldet mir noch einen Gefallen. Ist der denn noch im Ort? Das müsste man herausfinden. Dann tut es. Gut. Entweder der oder wir müssen halt reiten. Wenn er den Schwur nicht ablegen kann, werden die Götter wissen, dass dieser Schwur kein wahrer Schwur ist und Effert würde uns strafen. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Ich werde in den Raya-Tempel gehen und darüber beten. Vielleicht gelingt es mir, mein Gleichgewicht wiederzufinden und es in mir zu finden, einen solchen Schwur abzulegen. Carino, lasst euch nicht unter Druck setzen. Wenn ihr jetzt so empfindet, dann denkt darüber nach. Lasst euch hier nicht unter Druck setzen. Ihr legt einen Schwur von den Göttern ab. Da sollten wir euch nicht beeinflussen. Eben das ist es. Deswegen fällt es mir so schwer. Ich kann das nachvollziehen. Geht noch einmal in euch, überlegt es euch und teilt uns dann unsere Entscheidung mit. Sollte meine Entscheidung allerdings negativ ausfallen, werde ich euch nicht aufhalten, das Schiff zu besteigen und vorauszufahren. Seid nicht albern. Ich werde in die Villa gehen und die Bediensteten anweisen, den Streitwagen und die Pferde fertig zu machen. Nur für den Fall. Ich lasse euch alle schneller hier reiten als ihr alle. Ich werde sehr schnell aufholen können. Carino, ich lasse euch nie ganz sicher nicht alleine durch ein Kriegsgebiet reiten. Da kann ich nie wieder mich in der Heimat sehen lassen. Unter meiner Führung ein Carino gestorben. Ne, ganz sicher nicht, Carino. Dafür kenne ich eure Familie zu gut. Also gut, ich werde noch am Ende nicht gehen. Tut dies. Ich drücke ihm nochmal 2 Silber in die Hand. Ihr spendet die im Tempel für mich. Dann werde ich machen. Ich sehe das folgendermaßen, wir werden gemeinsam den einen Weg nehmen oder den anderen. Aber wir werden uns nicht aufteilen. Jetzt wollt ihr mir nicht auch noch hinrücken. Ich teile eure Ansicht, Boltax, aber ich kann Kiaras auf keinen Fall alleine reiten lassen. Das also, meine ich doch damit. Wenn okay, ihr reiten wird, dann reiten wir alle. Sehr gut. Ich drücke dem Zwerg mal so auf die Schulter. Mir gefällt eure Einstellung. So, dann Kiaras, ihr geht beten. Wir schauen, dass die Pferde bereit gemacht werden. Aber mir schaust du, ob du diesen Kapitän nochmal auftreiben kannst. Das werde ich tun. Wie ist er gleich nochmal? Alrik? Oder Graf Rafim? Rafim, wie kommt der gute Kapitän auf ihm? Ich denke, ich werde ihn irgendwo im Hafen schon finden, wenn er in Zorgern ist. Brauchst du dabei Hilfe? Soll irgendwer mitkommen, oder?
Frag am besten Knüppler, wo die billigste Hafenkaschemme ist. Der wird das wissen. Und da wird dieser Raffin bestimmt sein. War das letzte Mal ja auch so. Also er wird wohl eher davor im Dreck liegen. Das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Ich würde aber nicht Knüppler fragen. Also ich würde mich alleine nicht in allen Zongern rumtreiben, wenn ich du wäre. Wer begleitet mich dann? Ich denke, der wird direkt am Hafen sein, oder denkst du nicht? Da beim Tempel. Ja, ich sag gerade, ich will mich am Hafen umschauen. Ja, das ist ja auch nicht in Altzorgern, oder nicht? Altzorgern ist doch vor dem Palast. Viertel, ja, müsste vor dem Palast sein. Das ist ja ganz woanders. Ich dachte, Knüppler ist der Einzige, den wir kennen, der sich hier in solcher Lage auskennt. Also ich kann wohl mitkommen, dann glaube uns beide greift wohl keiner an. So einen gestandenen Kampf, Magier und eine Basaltfaust. Gut. Überleben doch jede Hafenprügelei. Wir sollten möglichst Prügeleien vermeiden. Ach, aber mir, was ist denn los mit euch? Wir sind gerade noch von der Gerichtsklinge gesprungen. Und ich würde ungern wieder aufs Schafott springen. Ja, stimmt. Mit eurer kriminellen Vergangenheit, da sollte man vorsichtig sein. Ich verdrehe schon die Augen. Ich grinse breit. So, jetzt kommt. Geht. Ich folge euch. Ja. Ich will nämlich Richtung Hafen. Ja, im Hafen steht ihr sowieso schon. Könnt dann aus dem Effa-Tempel heraustreten und mal einen Blick auf den Praios-Tempel werfen. Zu eurer Linken seht ihr jetzt gerade, wie die Mannschaftsmitglieder nach und nach dann die Seeadler bemannen. Viel Baumaterial, was wohl gerade oben aufgeladen ist, viele Hölzer, viele Metalle, die dann nicht wirklich nach unten gebracht werden, sondern einfach nur oben dann verzort und verzerrt werden. Und dann dürft ihr mir mal bitte eine Gassenwissenprobe ablegen für die passende Taverne. Euer Sozialstatus ist wie hoch? 11. 11, okay, das 7 heißt mit Anpassungsfähigkeit, wenn ich mich nicht irre. 7, dann kommst du runter auf ein SO1 ohne Erschwernis und Abelmir-Probe, du hast keine soziale Anpassungsfähigkeit. Ich habe nur Kontakte, Gassenwissen. Ja, Kontakte darfst du diesem Fall mal benutzen, aber es ist trotzdem noch eine fremde Stadt, du hast keine Ortskenntnis. Das heißt einmal plus 3 und dann nochmal plus 10 für dein SO. Okay. Also plus 13. Das klappt bestimmt. Ja, warte mal, ich bin, glaube ich, nicht viel besser. Oh! Also, das Problem ist dann bei solchen Proben nicht, dass man die ekligen Viertel nicht findet, sondern dass man eher vorher verprügelt wird. Ich dachte mir eigentlich, ich wollte eigentlich mal zuerst die Hafenmeisterei aufsuchen. Ja, also mit diesen Wissen, ne, du kannst dem Rafim folgen, Rafim weiß dann eben, wo der Hase ist und ach Mensch, nicht in diese Gasse rein, die ist doch ein bisschen zu finster und die Kinder da mit den blutigen Steinen in der Hand, sieht so aus, als ob die gerne nach Leuten schmeißen. Und dann kannst du gemeinsam dann mit Rafim in Richtung der Hafenmeisterei streben. Aber mir, ich glaube, es ist besser, wenn ihr da redet. Das sind auch so, glaube ich, so feine Leute. Nun, ich fürchte, es sind Frauen. Und sie sind uns wahrscheinlich eher, nun ja, nicht gerade feindselig gesinnt, aber nun ja, wir haben einen gewissen Ruf in der Stadt. Scheiße, das habe ich vergessen. Wir hätten Fräulein von Spogelsen mitnehmen sollen. Habe ich aber vergessen. Entschuldigung. Naja, Mensch. Entweder sie sagen uns, ob dieser Kapitän Rafim in der Stadt ist oder nicht. Ja, mit deinem Charme, Abelmir. Oder sie nehmen dir dein Geld ab und stechen dich ab. Aber ich bin nicht da. Lasst euch von mir nicht beeinflussen. Ja, wenn ihr die Hafenmeisterei betretet, könnt ihr euch dann von den Schreibern so ein bisschen durchfragen und steht dann vor der großen Meisterin des Hafens. Lange graue Haare, ein wettergegerbtes Gesicht. Und eine Hakenhand, die euch dann misstrauisch ansieht. Hat auch ein paar Narben im Gesicht. Also ganz, ganz grob ist da wohl mal was an ihrem Auge vorbeigeflogen. Hat sie fast blind gemacht. Aber jetzt starrt sie euch dann eben misstrauisch an. Ja, was mögt ihr? Wir bräuchten eine Auskunft. Wir suchen ein Schiff von einem Kapitän Rafim. Ich kram gerade beim Gedächtnis nach, wie dieses Schiff hieß, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Würfel mal eine Klugheitsprobe. Okay. Hast du gutes Gedächtnis? Nein.